Na gut. Ist man ja gewohnt mittlerweile. Nochmal. Diesmal geht's ja bestimmt auch schneller. Stimmt. Genau, ein bisschen Country-Musik. Weil es ja nicht schon langweilig genug ist. Wir fahren jedenfalls zum Zug. Den nehmen wir wieder, der war gut. Wir kommen bloß nicht drauf. Weil hier ein riesengroßer Zaun hingebaut ist. Okay, man hält es doch nicht aus. Wir nehmen KDST. So, ja. Da müsste man jetzt drüber labern, weil... Oder man unterbricht es immer wieder kurz. Das Copyright mir den Kopf zerbricht langsam. Ich werde noch wahnsinnig mit dem Scheiß. Was ist das denn? Was ist das denn? Das kann sich nur um einen Alan Wake Soundtrack handeln, weil das mir das einzige ist, was da drin ist. Das ist ja jetzt auch nicht so spannend, ne? Ach komm, wir hören ein bisschen dummes Gelatsch an. Zack. Vielleicht ist ja mal wieder der Big Smoke im Radio. Black Helicopters? Sind wir mal schwarze Helikopter geflogen? Das ist doch übelst geile Trollsender, ey. Das ist eigentlich so ein Nachrichtensender. Je nachdem, wie weit du in der Mission bist, kommen da halt dann skurrile Meldungen und... Ja. Statements und so ein Kram. Ist das Parfümwerbung? Na, ist auch egal. Wir sind jedenfalls gleich wieder da. Ach, scheiße, ey. Was ist denn das für ein Loch? Wer hat denn sowas gebaut? Hm. Die haben sogar einen Privathelikopter. Ne, ein Wasser... Ist das ein Wasserhelikopter? Ne, ist ein normaler. Aber immerhin. Ist ein Kackhelikopter, so ein richtiges Scheißding, aber immerhin. Helikopter. Also Mad Dogs Helikopter, aber wir können den bestimmt mal nehmen. So, pass auf, jetzt kann ich das auch überspringen hier. Ja, super Sache. Sind wir direkt am Boot? Well, no invite to the housewarming, huh, kid? Nicht unmittelbar. Aber zumindest fast. Wir wissen direkt Bescheid. Einfach ins Boot und dann. Ist extra ein Schnellboot, dass es schnell geht. Und ich mache das jetzt mal relativ skrupellos. Einfach so. Eiskalt. So. Okay, das sollte jetzt eigentlich bis vor so flowen, weißt du, auf den Wellen. Und dann eigentlich vorne hier in die Betonwand reinfahren. Ich springe aber vorher ab und schwimme ganz sneaky rein. Ja, sollte nicht. So, okay. Da waren wir schon mal. Wir kennen uns schon aus. Diesmal sollte es doch etwas besser laufen. Wir machen das mal mit dem Messer. Mal sehen, ob das besser klappt. Kann das sein, da dreht sich gleich um, dann habe ich verloren. Verloren. Nein. Scheiße.
Oh Gott. Fay-El. Aber übelstes, oder? Okay, das sind noch Gasdinger. Das ist aber uninteressant. Okay, ich weiß wenigstens, wo die Gegner stehen. In Klammern, denkst du? Da kommt er auf uns zugerannt, oder? So. Und der andere wird gleich hier kommen. Uah. Okay. Relativ gut geklappt. Um das R mal zu rollen. Und... ich bin schon wieder mitten im Fail, ey. Das wird ganz schlimm. So. Ich glaube, einen der Militärchats. Kann es nicht eiskalt? Mal eine einfache Weste hier geben oder sowas? Irgendwas Cooles? Na ja, gut. Okay, da drüben kommen welche. Schnell weg. Ja, nein, 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 nein. Ah, wie ich kotzen könnte. Und 5 Sterne. Wir sind mitten in San Fierro. Wir müssten noch... Los Santos. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Geladen ist schnell. Ach, es kotzt mich an, ey, dass die mich zwangsweise treffen. Ich kann nichts unternehmen. Die treffen mich einfach. Ich kann absolut nichts machen. Okay, wir können nur den Wasserweg nehmen. Alles andere ist purer Selbstmord. Ja, das ist auch Selbstmord, hier noch länger rumzuhampeln. Uah, schnell weg. Die mit ihren scheiß Booten holen uns bestimmt nicht ein. Okay, Landepunkt raussuchen. An der Normandie. Okay, das wäre natürlich super cool, ne? Da könnten wir kurz saven und dann wären wir richtig safe. Das wäre richtig geil. Ansonsten... ja, sieht's eigentlich zappenduster aus. Das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben. Vorne um die Bucht rum hier. Und dann versuchen irgendwie in das Haus reinzukommen. Bevor diese SWAT-Teams da oben uns erreichen. Hier einfach hochfahren, rausspringen, rennen wie der Weltmeister, hinten rum und hoffen, dass die da nicht so schnell sind wie wir. War das knapp. Schön. Hallo. Warum haben wir so wenig Waffen? Hatten wir nicht eine schallgedämpfte Pistole? Die sind wohl verloren gegangen. So, auf ein neues, ja. Wir fahren dann mal dahin. It's a fellowship of like-minded adults who tithe money in exchange for salvation and merit badges. Every single thing we do is voluntary. Including the swinging and making things up. Why is this whole town obsessed with swinging? Let's go to the phones. Yeah, Laszlo, love the show, man. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Ich blick nicht mehr so richtig durch. Theoretisch reicht hier unten die Straße. Perfect. Join us. We've put a price on salvation, and it's a price if you hit sexual contest, family betrayal, class warfare, and really feeling like you are part of something, then just do it. Just do it, it's so easy. Alter, da macht sich aber auch fertig. Tragische Musik. Nach einem tragigen Missionsfehlschlag. Tragigen? Tragischen. Tragischem. Missionsfehlschlag.
Die Betonung liegt auf Missionsfehlschlag. Dann sollen wir aber umsonst fehlgeschlagen sein und kaufen uns hier direkt mal, was auch immer es hier gibt. Ein Mehrfamilienhaus, eine Wohnung, ein irgendwas. So teuer kann es nicht sein, so wie es aussieht. Wahrscheinlich wieder 20. Zehn sogar bloß, okay. Und das nutzen wir auch direkt zum Speichern. Einfach nochmal drüber. Und alle guten Dinge sind drei, wie immer. Wir sind ja mittlerweile gewohnt von mir. Wir alle sind es gewohnt und regen uns jetzt mal wieder drüber auf. Das... Ich immer so versagt. Pistolen bitte. Nicht allzu viel, ich brauche bloß eine Schallgedämpfer. Ja, reicht vollkommen aus. Ja, genau. So. Was ist das denn? Hallo. No way, your body's disgusting. Ach, eine potenzielle Freundin ist das. Kick mal einen an. Angela Merkel in jungen Jahren. Also, nicht die richtige, sondern die ausgeht ja aus San Andreas, die zufällig genauso heißt. Nee, die Frisur hat mich bis dran erinnert, ehrlich gesagt. Sonst verbinde ich nicht viel mit dieser Person da oben. Fahrzeug. Fahrzeug wäre gut. Lass uns doch das hier nehmen. Er darf uns überfahren und dafür nehmen wir seine Karre. So. So geil, wie die Musik zu den Charakteren passt, ne? So ein richtiger Man. Oder da richtige Musik. Und diese Musik passt überhaupt nicht zu unserem Charakter. Aber ist egal. Barracuda, ach so, Copyright, ne? Ja. Ruckzuck musst du dein Video nochmal komplett überarbeiten und komplett neu hochladen. Und hey, hier ist ein Dings. Ups. Kennt ihr dieses Lied aus diversen Videos? Ich hab's schon so oft gehört, ey. Und ich dachte, ich hab Monika entdeckt. Und dann kommt's überall. Toll. Passt aber schön zu GTA. Oder neue GTA 5 Soundtrack. Kostenpunkt? 40, Alter. Ja, pf, warum nicht? Ah, da speichern wir jetzt nicht nochmal, das ist mir dann zu doof. Ach, gelump. Wenn es nass ist, ist aber auch die Wiese überhaupt nicht zu gebrauchen als Untergrund zum Fahren. Okay, ich fahr mal hier über die Wiese. Ah. Ja. Auf originalen Weg wären wir genauso schnell gewesen. Und das Ding zieht ja an wie ein Leintopf, ey. Alter Schwede. Beschleunigung. So, da brauche ich gar nicht was versuchen. Da komme ich eh nicht hoch mit der Krücke. Sind wir zu Fuß wesentlich schneller.
und auch gleich da. Und hier vor allen Dingen ist hier ein Speicherpunkt, ich trottel. Lass uns doch den nehmen. Viel einfacher. Hätte man auch drauf kommen können, aber dann hätten wir jetzt nicht so wenig Schuss und die ganzen Sachen nicht. Das ist nicht so viel Geld ausgegeben im Grunde.